So, meine lieben Freunde, lass es geschehen. YouTube, herzlich willkommen. Heute spielen wir mal einmal Diablo 3. Wir werden heute mal einen kleinen Run machen mit dem Wirbelwind-Set. Wir sind gerade in der Season 19 und die Season habe ich natürlich schon beendet. Und wir spielen heute mal mit dem Ödland-Set, mit dem Wirbelsturm-Set und wir schauen mal, wie das mit diesen Bulkatus-Waffen ist. Normalerweise spielt man mit den anderen Waffen irgendwas mit Skulskiraff oder so. Das sind zwei Waffen, die Angriffsgeschwindigkeit geben und Schaden, wenn wir unsere Primärressource verbrauchen. Das bedeutet, wenn wir hier was verbrauchen, kriegt man mehr Damage dazu. Und das sind eigentlich die beiden, die man spielt. Deswegen spielen wir auch hier normalerweise Auge des Sturms. Na, machen wir jetzt auch. Aber wenn man jetzt die Waffen hat, könnte man auch Blut... wo ist es? Wirbelwind, genau, Auge des Sturms oder halt sonst Blutsog spielen. Na, aber wir machen Auge des Sturms, weil jeden getroffenen Gegner gibt halt Wut dazu. Wir machen heute mal einen Run auf 105. Ich bin nicht vergessen, nur ein durchschnittlicher Spieler. Ich mache das aber gerne so ab und zu mal als Aufnahme, weil ich das ganz interessant finde, diese Sachen so zu zeigen. Ich glaube, damals ist schon ein bisschen her, da habe ich auch so einen Run gemacht, da war das 102 oder so. Das war aber in der Vierergruppe, das ist schon ziemlich lange her. Und jetzt versuchen wir einfach mal ein 105er Rift und schauen mal, ob das hinhaut. Let's do this. Wenn ihr noch was wissen wollt, genau zu dieser Rüstung, es geht alles um Zerfleischen. Ne? Zerfleischen macht Schaden und das hier ist unser Überlebensding hier, ne? Aufstampfen, ganz, ganz wichtig für uns. Viel Cooldown auf Ringe zum Beispiel, auch Obsidian Ring des Tierkreises muss dabei sein. Dann Cooldown hier auf dem Duft der Zeit. Das Gute ist, Pylon-Effekte halten doppelt so lange an. Das heißt, Macht, Sprint, Rüstung, Schild hält alles doppelt so lange. Dann hier, Gegner können mit Stapeln von Zerfleischen belegt werden. Also zweimal Schaden von Zerfleischen wird erhöht. Und dann haben wir im Cube natürlich den Amboss drinne. Ne, der Amboss stolz, dass Zerfleischen sofort gewirkt, also im Verlauf von einer Sekunde gewirkt wird. Und dann haben wir Mantel der Kanalisierung, dass wir 25% euer Schaden erhöht euren Schaden um 25% und der erlittene Schaden wird um 25% reduziert. Und Band der Macht, wenn ihr ihn gut findet, könnt ihr auch den Band der Macht benutzen und dann lieber den Obsidian-Tierkreis reinholen. Aber Band der Macht muss mindestens die 6 oder 7 oder 8 Cooldown haben, kritische Trefferschaden und Chance. Und dann natürlich soll da auch noch Stärke mit drauf sein. Und dann muss auch noch ein Sockel mit drin sein. Und dann sollte das aber bei 80% sein. Im Würfel ist es halt maxed. Haben wir jetzt so mitgenommen. Viel Cooldown und das Stampfen hilft uns halt, weil reduziert euren erlittenen Schaden nach dem Einsatz von wütender Ansturm. Aufstampfen oder Sprung um 8 Sekunden. Und wenn ich aufstampfe, sieht man schon, sind wir bei 86 Millionen Zähigkeit. Und wir tun jetzt einfach mal und run jetzt mal ein 105er. Viel Spaß. Ich versuche wenig zu reden, weil es immer ein bisschen konzentrieren ist. Deswegen, let's do this. Wenn ihr euch vorbereitet, erstmal den Schrei einmal machen. Und jetzt schon einmal stampfen, dass ihr die Passive schon einmal habt davon. Und dann müsst ihr halt alle paar Sekunden wirklich stampfen. Wir müssen mal gucken, dass wir hier gut Elite finden. Am Anfang sieht es immer ein bisschen so aus, als wenn wir das nicht schaffen. Stampfen dürft ihr aber nie vergessen. Das ist einer der wichtigsten Parts. Wenn ihr vergesst zu stampfen, dann merkt ihr das. Dann seid ihr tot. So, wir haben die jetzt erstmal gefroren. Nehmen wir hier die Pylone. Und werden dann hier schön durch die Gegnermenge durchfahren. Immer wieder stampfen. Aufpassen, dass wir nicht von diesen... Diese kleinen Kugeln sind halt sehr gefährlich. Wenn wir jetzt zum Beispiel nicht rechtzeitig aufstampfen, kann ich euch auf jeden Fall sagen, wir werden sterben. Ja? Man stirbt dadurch sofort, wenn man nicht aufstampft. Deswegen stampfe ich auch auf, wenn ein Gegner nicht in der Nähe ist. Weil ohne diese riesige Zähigkeit wären wir tot. Das one-hittet uns alt. Wir sind hier auf einem 105er. Der Barbar ist immer, also im Moment nicht so der Beste. Ich versuche halt natürlich so gut das hinzukriegen, wie es geht. Hier haben wir noch ein blaues Pack. Und man sieht schon, wie lange die Pylone hier hält. Das gibt uns jetzt halt natürlich, das ist jetzt natürlich jetzt der Anfang, ist optimal für uns geeignet. Gleich wieder aufstampfen. Und dann schön weiter. Ich versuche dabei immer noch zu reden, was nicht so einfach ist. Aber wir sehen, die Pylone
hat bis jetzt gehalten. Die Effekte von dem sind jetzt nicht so schlimm. Schänder, Schmäher, was da noch mit drinne. Wir müssen immer hier schön in den Ring, in dem Ring bleiben, weil mein Begleiter hat einen Ring. Das ist so eine Schadensquelle hier. Das heißt, wenn ein Gegner getötet wird, kommt von hier, wird der Damage erhöht, ne, wenn wir in diesem Kreis sind. So, wir fahren jetzt hier einfach nur ein bisschen durch, um unsere Cooldowns wieder aufrecht zu erhalten. Das ist jetzt gar nicht so wichtig, die zu töten. Wir brauchen einfach nur die Cooldowns. Und es ist hier ein gelbes Pack, das ziehen wir hier mit in die Mitte, weil durch diese Blutexplosion von den Gegnern zum Beispiel viel los ist. Manchmal entscheide ich mich dazu, die stehen zu lassen. Das werde ich jetzt auch tun, weil das hier ein Gegner mit Lasern ist und da stehe ich nicht so drauf. Deswegen holen wir uns hier mal die Pylone. Das ist die Macht, das ist perfekt. Können wir hier nämlich schön alles zusammenziehen, was es hier so gibt. Und dann sterben wir. Oh, den einen lassen wir jetzt liegen, der ist nicht so wichtig. Wieder aufstampfen, nicht vergessen, immer ganz wichtig. Immer schön aufstampfen. Hier können wir uns nochmal ein bisschen was holen, das ist eigentlich ziemlich viel. So, und aufstampfen und weiter geht's. Ich habe Speed mitgenommen. Viele nehmen diesen Ankerwurf mit. Kann man natürlich so machen, wenn man jetzt zum Beispiel... Kann man jetzt natürlich zum Beispiel machen. So, die Macht hält noch ein bisschen. 11 Sekunden noch. Ja, dann haben wir den noch mitgenommen, den blauen. Perfekt. Aufstampfen. Ne, immer wieder mal aufstampfen. Ist ganz wichtig. Aber die Dicken dauern jetzt ein bisschen. Wir müssen auch immer gucken, dass wir unseren Berserker... Deswegen, jedes Mal, wenn wir einen Gegner hitten, kriegen wir zum Beispiel Cooldown. Deswegen muss ich aufpassen, dass wir hier immer genug Cooldown haben. Ja, der hat jetzt zum Beispiel scheiß Effekte. Wir fahren hier mal so ein bisschen durch, damit die Effekte mal ein bisschen anders verteilt werden. Ah, so macht Diablo richtig Spaß mal wieder. Auch lange nicht mehr gespielt. Ich glaube, ich war seit Season 12 oder so nicht mehr dabei. Und das ist jetzt mal wieder so die erste Season, wo ich halt wieder so richtig die Lust gekriegt habe zu spielen. Hier einmal aufstampfen. Ein bisschen Cooldown durchs Hitten wiederholen. Da vorne ist Eile gewesen. Eile können wir natürlich benutzen, weil uns das ja automatisch Attack Speed gibt und sowas. Und dann geht es halt ein bisschen schneller. Gucken wir mal hier, ob wir hier irgendwo noch eine Elite finden. Aufstampfen, nicht vergessen. Ja, hier ist Elite. Die ziehen wir natürlich mal ein bisschen mit. Hier zu den Gegnern hin. Wieder aufstampfen. Ne, ich erwähne das immer wieder, weil wenn ihr das vielleicht mal spielen wollt, damit ihr das nicht vergesst, immer unten schön auf die Cooldowns achten. Immer wieder aufstampfen. Ich bin natürlich jetzt auch noch so schnell, weil ich halt noch diesen extra Speed mitgenommen habe, was andere nicht spielen. Aber ich mag es halt, wenn es schnell geht. Ne, je schneller das geht, das fühlt sich halt cool an, wenn man da ziemlich schnell mit ist. Jetzt müssen wir mal gucken, was die Kollegen hier für Effekte haben. Ah, das ist gut, wenn die das haben. Weil damit ficken die sich selber. Also normalerweise in so ganz großen Rifts lässt man die Leute immer stehen. Die, wie heißt das nochmal? Ich weiß nicht mehr, wie die Fähigkeit heißt, dieses, dass man sich klont. Ne, dass die teilen sich immer auf. So, da haben wir hier ein gelbes Pack. Das ziehen wir mit dem zusammen. Und dann gucken wir mal, dass wir das hier hinkriegen. Wenn wir sterben, ist nicht so schlimm. Ist natürlich schade, weil wir kriegen den extra Roll dann nicht. Das ist halt das Ärgerliche. Weil wenn ihr einen Rift lauft und überlebt, dann bekommt ihr einen extra Roll. So, jetzt stellen wir uns hier in die Mitte in den Kreis. Immer wieder aufstampfen, einmal raus wegen dem Eis. Ne, dann immer wieder hier so ein bisschen schön drehen. Dann ist der gleich weg und Platz. Die kleinen Ads von ihm können wir einfach stehen lassen. Und weiter ins nächste Level. Hier ein bisschen Cooldown holen und dann rein. Und hier ist... was ist hier? Ich sehe es nicht. Ich glaube, es ist Schild. Ich kann es gerade nicht sehen. Ja, kanalisieren. Okay, das ist auch gut. Oh, hier haben wir viele Ads. Können wir alles schön zusammenziehen. Gerade wenn wir das haben, dann kann man immer viel machen. Weil wir können oft aufstampfen. Und je öfter wir aufstampfen, desto öfter sind die gestunt, die Gegner. Ne, die werden halt immer rangesogen.
So, aber wir gehen mal weiter. Wir lassen den mal liegen. Wir gucken mal auf Taktik-Maktik jetzt, ob wir hier noch irgendwo eine schöne Pylone kriegen. Weil normalerweise müssten wir irgendwann noch eine Schildpylone haben. Und da jetzt Ding sowieso sehr lange hält, könnte das natürlich der Fall sein. Oh, die Elite sind nicht geil mit ihrem Feuerketten. Aber wir haben noch sehr viel Zeit. Hier ist noch eine gelbe Elite-Gruppe. Da müssen wir aufpassen mit diesem Drehen. Wenn die uns treffen, dann nimmt er uns die ganze Rüstung weg. Ist nicht so geil. Also, wir tun nichts vermeiden, so. Und wer ist es? Okay, das könnten wir schaffen. Wir haben immer noch den Cooldown drin. Man sieht es halt, wie lange das wirkt. Jetzt müssen wir einmal kurz weg. Da müssen wir aufpassen. Kriegt man ein bisschen zu viel Schaden. Darf nicht sein. Immer schön die Cooldowns aufrechterhalten. Wieder treten. Einmal raus aus der Explosion. Bloß nicht sterben. Beim Boss ist das immer ein bisschen ärgerlich, weil der keine Ads hat. Außer das ist jetzt einer mit Ads. Dann ist das natürlich was anderes. Schön wieder in den Kreis stellen. Und dann wirkt das Zerfleischen. Und dann ist der Gegner tot. Und wir haben unser 105 geschafft. Bisschen mit Anstrengung, ne? Man will ja nicht sterben in dem Video. Da muss das halt immer gut wirken. So, wir versuchen jetzt mal unsere Steine. Die restlichen schon mal auf 95 zu machen. Das klappt hier auch wunderbar. Dann den auch nochmal auf 95. Herrlich. Und dann können wir noch einmal machen. Dann ist immer noch 100. Und beim nächsten Mal wäre es dann, weil wir einen 105er gemacht haben und wir wollen das jetzt auf 96, 97 machen, dann ist halt mit 100%, also nur noch 90%. So, und das kann man halt so spielen, wie ich das gespielt habe. Wenn man aber höher gehen will, also die Stufe erhöhen möchte, dann sollte man, kann ich euch mal zeigen, in der besten Liste, damit ihr das einmal seht, die hellen Details. Das sind dieses Paar hier, das ist der Schmäher und der Schurke. Und hier steht halt jedes Mal, wenn ihr eure Primärressource einsetzt, werden eure Angriffsgeschwindigkeit, euer verursachter Schaden und eure Rüstung 5 Sekunden lang um 6% erhöht. Dieser Effekt bis zu 5-mal stapelbar. Deswegen nehmen manche Leute halt das hier mit, den Speer der Urahn. Ne, den kann man halt, man kann hier das, was ich mache, mitnehmen zum Beispiel. Dann kann man hier so laufen. Ne, das hat 4 Sekunden Cooldown. Das kostet immer die Primärressource. Oder man nimmt halt, oder ich zeig's euch, man nimmt halt anstatt den Sprint, ich mag den Sprint halt mehr, nimmt man halt einfach seinen und dann den, ich glaube, das ist Schleudertrauma, ne? Und dann kann man Gegner so an sich ranziehen und dann so machen und dann immer ranziehen, drehen, drehen, ranziehen, drehen, drehen, aufstampfen, nicht vergessen und dann das noch dazu. Das ist dann ein bisschen komplexer als das, was ich immer benutze. Ich bin halt eher, ich mag es eher sehr, sehr schnell unterwegs zu sein in dem Rift. Deswegen nehme ich immer Sprinten mit, erhöht 4 Sekunden lang die Bewegungsgeschwindigkeit auf 40% mit. Das kann aber jeder machen, wie er will. Ne? Ich sage danke fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.